keine Müdigkeit vortäuschen hier auf unserem Abenteuer. Nein, wir sind hier immer noch unterwegs in Super Mario Odyssey in dem Forstland. Da unten sehe ich viele spannende Dinge und was ist das? Ein Herz. Ja, das nehme ich. Ich nehme jetzt erstmal da unten die spannenden Dinge mit. So aus, als könnte man das nämlich auf dem Weg nach oben alles lösen. Oh, was ist denn? Was ist denn? Oh mein Gott, da ist ja alles Mögliche versteckt. Hier gibt es nur Münzen oder gibt es hier wieder am Rand irgendwas Gemeines? Checken wir den nochmal zuerst aus. Sollten wir den checken, sonst werden wir es nicht finden. Oh, ist nicht wahr, oder? Das hier ist der Anfang. Hier sind wir wieder bei der Odyssee. Ups, hey, oh, hey. Okay, die will ich. Schön. 53 schon, waren schon über die Hälfte wieder dieser lila Dinge. Wo geht's hier lang? Da ist ein Baum da. Ups. Ah, verstehe. Schon wieder ein Mond in der Nuss. Ja, oben auf dem hohen Baum. Okay. Nehme ich natürlich auch mit. Top, 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 top. So. Haben wir denn hier noch irgendwo? Ah, da unten. Da unten wollte ich auch noch mal hin. Ja, schöner Stein, bringt aber nichts. Hier ist hier was drin. Hier sind wir eben nicht hochgekommen, wisst ihr? Hier sind wir eben nicht hochgekommen. Oh, da ist noch so ein Bruder hier. Einfach kaputt machen, oder? Wäre das jetzt nicht angebracht gewesen? Was ist denn da oben? Das will ich wissen. Es ist wieder sehr still. Da oben ist was. Tut mal, das mache ich so. Ganz schlimm. Warte mal. Will da hoch. Ja, dankeschön, Mario. Das ist ein Lager vor. Oh nein, hätten wir hochkommen müssen mit dem Hammer, Bruder. Was hier? Hier geht ein Schalter auf. Dann sind wir wo? Oh, in einem ganz anderen Bereich wieder hier. Aber ich glaube, der Bereich hier ist an sich auch geschlossen. Ja. Hammerbruder, nicht vergessen, Lagerfeuer anzünden. Das Lagerfeuer... Ah, hier sind wir. Aha. Jetzt sind wir da oben. Noch Münzen. Komme ich jetzt darüber? Oh, jetzt wäre das irgendwie da drin. Warum ist denn das da drin? Ist wirklich nur für die paar Münzen hier. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Oder... Kann man hier... drauf? Nö. Kann man da von unten dran? Auch nicht. Nee. Moment, dann beam ich mich mal ganz kurz wieder hier. War das... Eisenbergstraße Zugang? Nee. Das war irgendwo weiter oben. War das hier? Gipfelfahrt. Mein Mann, 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 Mann. Ich weiß es alles nicht. Ich hab ehrlich gesagt nicht mehr ganz im Kopf, wie diese ganzen Dinger hier heißen. Ganzen Ort. Ja, das ist er tatsächlich. Gut, dann sind wir ja da auch wieder oben. So, jetzt aber mit Hammer, Bruder. Habt ihr es gesehen? Da war auch ein Weg. Da war außen auch ein Weg. Okay, müssen wir den auch noch gehen. Gut, dich muss ich jetzt capturen. Bleib mal stehen. Ja, beruhig dich. Warum kann ich den denn nicht... Da ist ein... Kann ich den nicht? Oder habe ich den mit seinem Feuer getroffen? Habe ich den gerade mit seinem Feuer umgesemmelt? Ist das so? Wäre schade. Ich wollte ihn nämlich eigentlich verwenden.
Da ist auch ein Weg. Da oben ist ein Mond. Da oben ist definitiv ein Mond oder Münzen. Kann ich mich schon wieder? Danke. Ich probiere das jetzt noch einmal mit dem Capturen bei dem. Und wenn das nicht geht, hole ich mir da oben den Mond. Aber es muss ja eigentlich gehen, oder? Ich muss irgendwie versuchen, dass der das anzündet. So. Hallo Panzer. Boah. So. Da gehen wir zu dem hin. Hallo junger Mann. Ich bin's wieder. Oh, der hat einen Helm an. Jetzt. Jetzt kann ich es anzünden. Gib ein Herz, echt. Ich dachte, das wäre jetzt mehr wert. Hier noch was anzünden. Geil. Erstmal hier als Feuerbruder rumlaufen. Hat was. Aha. Da ist so eine... Oh, Leute. Ehrlich. Gut, das hätte ich wahrscheinlich auch mit dem anderen machen können. Ja, nee, ich bin der Stärkere von uns zwei. Da ist noch eine... Oh. Das war ja heftig. Ich werde den dann auch hier nutzen. Boah, so. Jetzt, wo war das? Hier war das. So. Können wir den eigentlich so lange haben, wie wir wollen? Ist ja schön, Mensch, dann nehmen wir den einfach mit. Der kann ja echt gut springen. Dann ist der bestimmt auch einsetzbar für da hinten. Wobei. Das schaffen wir auch so. So. Bin gerade ziemlich froh, dass es diese Portfunktion gibt. Diese Teleportfunktion. Rettet mir gerade so ein bisschen Zeit hier, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Und ihr seht mehr. Ihr seht halt insgesamt mehr, ne? Wenn ich weniger suchen muss und mehr Zeit habe dafür. Nee, mach das gerade. Oh. So, ein paar Käppi-Sprünge. Nee, mach ich auch mit Käppi, weil da muss ich so hoch. Oh, wäre auch so gegangen. Ja, zieh dich hoch bitte, nicht runterfallen. Yeah. Vorsichtig. Ist da noch irgendwas? Nee. Aber hier geht's bestimmt. Oh. Und schaukeln. Schaukeln. Und dran springen. Oh. Spielen die hier mit meinen Nerven. Gut, hier unten ist auch nichts. Nee, sieht nicht so nach aus. Noch ein Mond hier mit der geheimen Passage. Mensch. Das geht aber ganz schön flott. Dann los mit diesen Welten hier. So. Ah, gut. Dann haben wir hier wieder alles zu. Das ist natürlich nicht so schön. Natürlich nicht so schön. Beamen wir uns direkt wieder da hoch. Ist unser Lieblingsportplatz irgendwie. Zumindest in diesem Part. Jetzt geht's ab. So, jetzt gehen wir gleich mal umgucken. Ja, da ist auf jeden Fall das Blumenfeld, das wir brauchen. Da oben gibt es noch lila Münzen. Sehe ich da noch was? Da ist noch ein Mond drin. Oben. Das ist aber ein Bild, seht ihr? Vielleicht ist es das Bild aus der ersten Welt. Das können wir natürlich noch checken gehen. Alles möglich. Es könnte... Da unten sind noch lila Münzen. Hab ich die wieder vergessen, ey. Boah. Schlimm mit mir. Gut, da oben lila Münzen, dann das. Und da haben wir noch ein Puzzleteil, wollte ich jetzt fast schon sagen. Einen Mond. So. 62 von 100. Das gefällt mir doch. Oh, wie viel Boost braucht er denn? Komm, sammel alle ein. Oh, ja, nee, aber dann bitte nicht.
So. Und hinauf. Oh, 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 da ist eine Tür. Ich will die ganzen Dinger da, die ganzen Ringe. Oh, da ist noch was an der Seite. Dass sie aber auch jedes Mal hier so gemeine Dinge an der Seite haben müssen, das ist doch alle... Das ist doch... hätten wir auch den Geheimgang gesehen. Ja. Aber wir finden ja noch viel, viel mehr. Wir finden nämlich hier Katzenpeach. Schon wieder. Diesmal haben wir volle Herzen. Hier können wir mit einem beherzten Wandsprung weiter. Da können wir uns helfen. Was ist das? Sind wir nicht schon wieder so eine Plattform? Ja. Sieht so aus, als müsste man da schon wieder irgendwie... Eine Tür. Dann gehen wir doch in die Tür. Oh, Jump'n'Run Puzzle. Nee, natürlich nicht. Sowas also. Aua. Brauchen wir die? Ich hoffe, wir brauchen die nicht. Ich hoffe einfach, wir brauchen die nicht. So, und was habe ich da hinten verpasst? Kann ich die überhaupt... Kommt das wieder? Hallo? Ist aber nett. Wird da gerne wieder zurück. So, weil ich will ja nichts verpassen. Ah ne, das ist einfach nur der Eingang, durch den wir gekommen sind. Gibt's bestimmt Münzen. Ah, oh, sieh da mal. Der echte Mario-Kenner. So, und wie es aussieht, brauche ich die doch. Zumindest um an diesen Mond zu kommen. Und dann will ich ja da hinten noch ein bisschen was machen. Also, auf geht's. Einmal, zweimal, dreimal bitte. Viermal, fünfmal und so weiter. Ja. Gestapelt auf dem Blumenfaden. Da komme ich so hin. Da komme ich so hin. Will auch da hoch. Ah, der macht einen Bandsprung-Action. Okay, gut. Das wollte ich sehen. Ich guck mir das lieber vorher an. Ups, bevor ich hier irgendwie absolut ins Leere greife und versage. Kommst du weg? Weg? Ah, wartest immer, bis der andere Weg ausgelaufen ist. Okay. Das sei dir gegönnt, darfst du. So, das hier war jetzt sehr knapp. Gut, machen wir direkt den Wandsprung. Komm in einem Rutsch bitte, ich will nicht wieder warten müssen. Da geht er raus, rein und wieder raus. Ich will wissen, was da drin ist. Das ist mein ewiger Fluch. Immer diese 100%. Diese 101% in dem Fall. Sind nur Münzen. Schön. Aber da unten kommt er schon wieder. Dann müssten wir hier in dem Bereich eigentlich alles haben. Sieht ganz so aus. Oh, wieder diese kleinen Bereiche hier. Erinnert alles stark an Sunshine, ganz ehrlich. Mit diesen kleinen Jump'n'Run-Passagen hier zwischendurch. Macht schon Spaß. So, ja, da stürzt er direkt ab, seht ihr das? Gewundene Blumenpfade. Hier geht's um Blumen. Wups, man kann ja auch blitzschnell die Röhren, okay. Einfach mal abgestürzt, knallhart. Darf natürlich nicht sein. Da hinten sehe ich auch schon wieder was. Nee, das haben wir schon gelöst. So, dann sind wir hier wieder an der Ecke. Jetzt können wir da wieder hoch. Also ganz rechts war eine Tür. Auf geht's! Nyan. So, genau da war eine Tür. Ein Panzer. Panzer-Action hier. Kann man einfach kaputt schießen? Kann man einfach kaputt schießen. Ist noch was wir kaputt schießen können? Es wäre doch gelacht, wenn wir da nicht irgendwie noch einen Mond rausgekitzelt hätten. Immer dieses Gemeine. So. Kaputt kriegen wir den wahrscheinlich nicht ganz. Blinder Fleck im Aufzug. Mhm. Genau so ist das. Oh,
Wir fahren ja mit der ganzen Platte runter. Nichts verpassen, bloß nichts verpassen. Da ist noch so ein Panzer. Oh, Lag, Freunde. Das ist nicht... Bin nicht ich, das ist das Spiel. Ja, genau. So, gucken wir doch gerade mal, ob hier nochmal was ist. Ich traue dem Mist jetzt hier nicht mehr. Ne, hier ist nichts, hier ist sauber. Gut, dann fahren wir hier runter. Erstmal hier weg. Wobei... Natürlich nicht weiß, ob man da... Oh, oh, jetzt wird's knapp. Ich schon wieder einen braucht. Ich guck mal. Ach! Also bitte, von hinten. Das ist ja gemein. Mach ja nicht mal ich. Das ist ja richtig fies. Muss man das alles wieder machen. Der Mond bleibt aber gespeichert, ne? Wäre unfair, wenn nicht. Der Mond bleibt gespeichert. Schön! Schön, schön! Gut, dann gehen wir da wieder runter. Also da unten braucht man die nicht, die kann ich einfach wegballern. Ist gut zu wissen. Ich gehe da jetzt auch mit dem Panzer runter, dann mache ich den einfach kaputt. Kaputt! So, das hier. Bitte. Alles kein Problem. Peanuts! So. Ne, ihr geht mir jetzt nicht mehr auf die Nerven. Du gehst schon mal grundsätzlich weg. Ja, genau an die Schusslinie. Danke dafür. Komm jetzt da runter. Kommst jetzt da runter. So, den hätten wir. Ich lasse das mal jetzt noch ganz. Nicht, dass ich da aus Versehen drauf komme. Ich will die Münzen da haben. Möchte die. Zack. Echtsprung. Zack. Rückwärtssalto, Cappy, jawohl, so funktioniert das. Immer diese Mini-Passagen, die so ein bisschen gemein sind, ne? So ein bisschen gemein sind die ja schon. Ist denn der Panzer? Ah, der kommt da. Wenn du einen Panzer brauchst, der kommt nicht mehr. So. Und hier sind mehrere Panzer. Ist hier noch mehr Action? Nee. Ah, hier wildes Geschoss. Dich schaffe ich doch im Schlaf. Da oben, so. Euch weiche ich aus. Es ist doch passiert, Leute. Super Mario Modern Warfare. Ich wusste, dass der Tag kommt. Ich wusste es einfach. Tag musste kommen, wir wussten es, ihr wusstet es. Uah. Komm, geh kaputt jetzt. Mach ja nicht lange rum. So, alles kaputt. Aha, nee, noch nicht alles. Da sehe ich noch was. So. Ich hoffe ja, dass wir wirklich bald mal irgendwie darauf stoßen, wie man denn diese Dinger löst, diese geheimen Plattformen. Können wir vorstellen, mit so einem Panzer zerschießen oder so, aber das sind ja keine Panzer. Das sind ja einfach nirgends Panzer. Aufruhr im Aufzug. Ich halt auch nicht. Wie wir sehen, die Welten sind immer schön aufgebaut. Es gibt immer Hauptmissionen und dann gibt es diese Nebenmissionen. Und je mehr Hauptmissionen man hat, desto mehr Nebenmissionen kann man auch machen. Also die Hauptmissionen sind immer so quasi so, oh, die leiten das alles ein bisschen ein. Was hast du zu sagen? Das geheime Blumenfeld liegt da vorne. Bitte behalte seine Position für dich. Mache ich natürlich. Das hier ist verdächtig. Leute, das ist so verdächtig. Ich nehme jetzt erstmal diesen Punkt. Station 8, das merke ich mir. Nee. Au! Kann man das so machen? Ich will da jetzt hoch. So. Kann man den da halten? Ah.
Ich will den halt so halten, aber der schnappt den wieder. Ja, dann hier Rückwärtssalto. Und dann abspringen und nee, wird nichts. Okay, gut, ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Vielleicht mit einem direkten Käppi-Sprung. Das müsste eigentlich gehen. Aber reicht, glaube ich, mit einem Hechtsprung auch nicht wirklich. So, Station 8. Da ist aber ein Mond drinne. Da ist wieder so eine Nuss. Kann man auch entlang. Ach so. Ja, jetzt ergibt es alles einen Sinn. Hi, du da. Oh, hätte ich den hier fast übersehen. Jetzt muss ich natürlich wieder alles durchgucken hier. Upsa. Aber Freunde, wir gucken uns da im nächsten Part um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Egal ob hoch oder runter. Könnt ihr auch, wenn es euch nicht gefällt, natürlich. Natürlich könnt ihr auch dann hart kritisch sein und in den Kommentaren euch austoben und so weiter. Abonniert mich, dann bleibt ihr aktuell. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.